Ha, jetzt habe ich's. So. Aber jetzt. Sagst du, wenn's was sieht's? Wenn's was sieht's? So. Aber jetzt. Dann schauen wir mal. Sagst du, wenn's was sieht's? Wenn's was sieht's? Ja, den Ton mache ich mal muten. Ja. FIFA 19 Weekend League Live. Ja. Und deine Facecam sehe ich gerade. Ja, aber die habe ich woanders hingestellt. Ja, ja. FIFA 19 Weekend League. Das ist sehr nett von dir, danke. Ja. Ich höre dich, deine war ja doppelt. Ich ja, aber die habe ich woanders hingestellt. Ja, ja. Mach einfach den Sound aus. Ich höre dich, war ja doppelt. Ja. Mach einfach den Sound aus. Ich höre dich, war ja doppelt. Interessant, die Tür ist nicht original zum Türrahmen. Was? Interessant, die Tür ist nicht original zum Türrahmen. Was? Interessant, die Tür ist nicht original zum Türrahmen. Seht ihr schon was vom Spiel? FIFA Weekend League Live. Okay. Nee, immer, achso, nein. Jetzt kommt das Intro. Okay. Nee, immer, achso, nein. Jetzt kommt das Intro. Okay. Jetzt kommt wieder 3 Minuten Ladescreen. Nee, wenn's einmal schon drin warst, geht's eigentlich schneller. Achso, immer First Server Trial. Ja, gut, ja. Nee, wenn's einmal schon drin warst, geht's eigentlich schneller. Achso, immer First Server Trial. Hä? Ich bin wieder ausgebrochen. Wer ist ausgebrochen? Toni. Hm? Achso. Ich bin wieder ausgebrochen. Ja, ich hatte ihn von mitgenommen. Achso. Toni. Hm? Achso. Ich bin wieder ausgebrochen. Ja, ich hatte ihn von mitgenommen. Achso. Toni. Hm? Achso. Kann sein, dass ich dann gleich tot bin. Ja, ich blute. Kann sein, dass ich dann gleich tot bin. Ach, das war schon, okay. Baust du gerade was? Jo. Wo hast du die Materialien dafür her? Holz. Die habe ich zuerst gefarmt. Baust du gerade was? Jo. Wo hast du die Materialien dafür her? Holz. Das geht aber schnell. Die habe ich zuerst gefarmt. Das geht aber schnell. Hör auf, da ständig irgendwelche Tasten zu drücken. Hör auf, da ständig irgendwelche Tasten zu drücken. Hör auf, da ständig irgendwelche Tasten zu drücken. Ich hab ein Déjà-vu.
glaube, in 3 Jahren dauert es vielleicht. Oh, Samite. Jetzt sind die gestorben. Sind wir da einfach runtergefallen? Ja. Hast du Fallsucht? Nee. Jetzt pack das Boot und bring das ins Wasser. Jetzt sind die gestorben. Das Boot ins Wasser. Nee, da war hinter dir war ein Boot, ja. Ja. Kannst du mich nicht anfangen mit dem Ding? Ja. Da ist ein Motor drin. Radialminus, genau wie bei Age of Cone, ne? Ja. Das stimmt allerdings, ja. Und wenn ich da einen Treibstoff reingebe, kann ich fahren damit. Okay. Aber das Menü wie bei Cone finde ich schon gut, muss ich sagen. Ja. Da spielt die Discord exactly. Nee. Gerade nicht, wir gucken gerade hier den Jürgen bei Rust zu. Rust! Der Rust-Abenteuerpark. Der Rust. Rust. Ich fahr mal. Doch, das kenne ich. Der. Eins der vielen Survival-Games, die so rausgekommen sind. Ist eigentlich da mittlerweile Zombies? Ja. Einzelne. Die haben sie doch mal irgendwie wieder rausgeholt, oder wie war das, ne? Ne, das war woanders. Achso. Ne, bei Rust gibt's auch Zombies. Ist aber eigener Mod. Achso. Die haben sie mal irgendwie wieder rausgeholt, oder wie war das, ne? Ne, bei Rust gibt's auch Zombies. Ist aber eigener Mod. La 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 la. Wie kannst du? Oh, ich hab die ganze Zeit einen Ton drin. Ja, das ist total scheiße, das ist mir von auch aufgefallen. Du triffst immer das Viech. Der macht aber nichts. Nö. Der ist ein bisschen nah bei dir ja, immer. Ja. Ja. Das nervt doch, weil der auch immer ins Bild rennt. Der ist ein bisschen nah bei dir immer. Ja. Das nervt doch, weil der auch immer ins Bild rennt. Hast du gefarmt? Steine. Ach so. Hast du Ziegel gemacht oder was? Ja. Ach so. Witzig. Gerade Steine am Fahren, weil ich Ziegel habe. Ja, sind welche sind da. Mach ich das leer und geh nochmal Eisen holen. Ist er wieder tot? Sag mal, keult die sich dann immer ein? Weiß ich nicht. Der wollte mir immer was vom Spiel zeigen, aber ich sehe immer, dass er stirbt. Was hat er für eine Tür hier? Weiß ich nicht. Hab ich gebaut. Cool, eine Eisentür. Ja. So. Was haben wir denn hier? Ach, da ist ja ganz viel Stein. Ja gut, dann kommt da nochmal einiges hinzu. Dann hält sich das mal direkt. Ach, da ist ja ganz viel Stein. Ja gut, dann kommt da nochmal einiges hinzu. Scham, 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 scham. Wir brauchen wieder gehärtete Steine. Wir brauchen wieder gehärtete Steine. Ja. Ja. Jo. Oh.
Ja, sieht ganz gut aus auf jeden Fall, aber ich glaube, das ist ja normal. Ja, es ist halt, wie ich eben schon sagte, dadurch, dass wir diese ganzen Epoch-Geschichten alles gespielt haben, auch in Arma 3 und Arma 2, ist das einfach alles. Ja, mit den Blasen sieht gut aus. Ja, es hat ein paar neue Elemente abspalten. Und sonst ist es ja auch nicht so beliebt, dieses Spiel. Ja. Aber wie gesagt, wenn die Base nach einer Woche oder so weg ist. Ist das denn auf allen Servern so? Nee, ne? Ja. Echt? Ja, auf auch vier auf Wochen. Es gibt auch doch auf Private Servern auch? Das weiß ich nicht. Ja. Aber das ist halt damit halt nicht jeder ständig. Ja, ich verstehe schon, was dahinter steht. Ja, dass halt nie einer zu übermächtig wird halt, ne? Genau. Ja, aber irgendwie nach dem Mal. Ja, könnte das mich deprimieren? Ja, aber es gibt ja Modded-Server, ne? Wo ja, du mit meine, ja. einen Schlag Holz, einen Schlag aufs Holz gleich 10.000 Holz oder so hast, ne? Es gibt ja Modded-Server, ne? Ja, das ist schon richtig. Einen Schlag Holz. Jetzt hier bei Corn Exiles. Ist ja auch so. Bei dem Server sind normalerweise kriegst du viel weniger Ressourcen. Schaut euch mal die Wolken an. Ja, aber das ist ja, bleib mal stehen. Ja, die bewegen sich nicht, ist eine Postkarte. Wollte ich ne? gerade sagen. Ja, aber das ist ja, bleib mal stehen. Klar, ich meinte, auch die Postkarte sieht jetzt nicht schlecht aus, aber es ist kein dynamischer Himmel. Klar, ich meinte. So viele Tabs auf. Ach, ich bin der. Ups. Oh, Eisen. So viele Tabs auf. Ach, ich bin der. Ups. Was machst du? Ach, Scheiße. Kurz AFK. Aber wie gesagt, das ist wirklich so ausgelegt, schnell hochziehen und sich dann gegenseitig abzuschlachten, ne? Aber wie gesagt, das ist aber so ungefähr, ja. Ja. So ausgelegt, schnell hochziehen und sich dann gegenseitig. Und ich glaube, daran ist das, was woran ich mich so ein bisschen störe. Ungefähr, ja. Und weil ich den Preis bei Steam aktuell sehe, sowieso ganz besonders. Das war mal für 6,99 drin, ne? Rust, gell? Ja, ja. Ja. Und auf einmal kostet das wieder 30. Ja. So. Klar. Für 6,99. Rust, gell? Ja, ja. Auf einmal kostet das wieder 30. Klar. Hast du die jetzt platt gemacht, die Olle da, oder was? Nee, die liegt schon da. Ach so, dann habe ich sie nicht gesehen. Ich denke schon, er vergreift sich da an der. Spieler gehen da auf den Server? Ach so, dann habe ich sie gesehen. Ich denke schon, er vergreift sich da an der. 142 sind da drauf. Ah. Das ist eine Menge. Ja, und dann finde ich halt, was ich gerade sagte, dann finde ich halt so schade, dass es halt so Build and Destroy ist so schnell, weißt du? Ja. Da wäre es dann, bei so vielen Spielern wäre es dann halt wieder schöner, wenn es ein bisschen so mit einem Ökosystem wäre und so weiter. Da kann sich gar nicht viel entwickeln. Weißt du? Richtig. Das ist quasi außer Kill und Side. Genau, dass sich aber so Basen untereinander quasi ja. indirekt handeln und unterstützen, das ist so. Genau, dass sich immer so. Aber es hat einen anderen Schwerpunkt. Juhu. Ich meine, so grafisch ist das ja okay, gut, ich meine, das ist dasselbe. Welche Engine ist da? Das ist, glaube ich, die Tech. Ich meine, so grafisch ist das ja okay, gut, ich meine, das ist dasselbe. Hast du da... Ich bin wieder tot. kannst du da buddeln und Erhöhungen bauen und so?
Höhlen? Nein. Ja, dann sind glaube ich nicht die Kanadier. Ja, dann sind glaube ich die Weite, weil die kann das nämlich nicht. Es gibt auf jeden Fall halt urgeile Waffen, es gibt da Sniper, es gibt da Uzi, es gibt halt urgeile Waffen auch, Armbrust, Bogen.